Die magischen Haustiere. Ich habe gerade einfach Kohlrabi gelesen, Digga. Ja moin, schon wieder komplett lost hier. Was ist hier los, Alter? Ich verstehe schon wieder nicht. Stallhilfe. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es tut mir leid, dass jetzt seit einer Woche nichts kam, aber ja, ich war auf der Arbeit. Für manche, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich momentan arbeiten bin in einer Firma und es ist super anstrengend. Ich habe immer Frühschicht von 6 Uhr bis 14 Uhr und dann am Nachmittag bin ich immer so tot, dass ich leider absolut keine Zeit habe für Star Stable. Aber jetzt ist Wochenende und ich dachte mir, es ist ja ein neues Update rausgekommen mit den neuen Pferden und neue Reitarena und den ganzen Bums. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich weiß, dass es wieder 3 Millionen Videos davon gibt und ich wieder die Letzte bin, die das macht, aber es ist mir trotzdem egal. Also ihr könnt gerne dranbleiben, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Erkundungstour. Wir würden erstmal am besten, also, oh mein Gott. Wir gehen erstmal in die Reitarena und danach gucken wir uns nochmal die Pferde an, obwohl ich eigentlich fast glaube, dass ich mir keins holen werde. Wahrscheinlich ist da jetzt ganz Star Stable in dieser Reitarena und mein PC, der bleibt jetzt absolut kleben. Das ist übrigens das allererste Video, was ich mit meinem iMac aufnehme. Also, falls irgendwie ein bisschen was anders sein oh, sollte, dann tut's mir leid. Okay, das sieht sehr anders aus. Okay, wow. Okay, die Eingänge sind auch separiert worden. Okay, wir gehen erstmal in die Dressurhalle. Oh mein Gott, was? Wie schön ist das denn? Okay, wir machen jetzt hier erstmal ganz langsam. Wähle deinen Koppelaufbau, indem du ein. Nur du. Was? Oh mein Gott. Das sind. Laber mich nicht voll. Wie geil ist das denn? Ich komme da gerade nicht drauf klar. Einfach ein Cavaletti, Digga. Ich komme da nicht drauf klar. Was? Kann man da durch? Okay, nee, kann man nicht. Lol. Zack. Ja, okay, das ist nicht so ganz realistisch. Aber wow. Wow, ich bin begeistert. Oh mein Gott, ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Das ist so schön. Also, das wusste ich nicht, dass das funktioniert. Hier haben wir dann so eine Art Stübchen oder halt so Aufenthaltsbereich. Da hinten ist ein Lager, das ist wahrscheinlich der. Ja, das ist mein Kleiderschrank. Okay, das finde ich auch sehr nice. Der Stiefel da hinten, der fühle ich. Okay, hier kann man sich dann hinsetzen. Und was ist das? Ah, wie geil. Okay, hier kann man also die Kameraansicht ändern. Eins. Oha! Okay, das ist auch wild. Ah, das ist Musik, aber ich habe meine Musik ja gerade aus, deswegen ja, kann ich die leider nicht, also, ne? Weil ich spiele ja, also egal. Wuhu! Edel. Okay, gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt ist noch die Frage, was ist das da hinten für ein Obststand? Ach, das ist ein Shop. Ah ja, okay. Das ist also ein Shop. Wow. Also, ich dachte, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir so, ja, Reitarena, okay, aber das ist wirklich. Wirklich krass. Junge, das ist einfach anders heftig. Ja, aber die Uhrzeit da oben, die ist irgendwie ein wenig falsch, ne? Es ist gerade 14:26 Uhr und da oben ist es kurz vor 12. Ja, stabil. Dann gehen wir mal rüber. So. Okay, viel besser. Wow. Okay, die Springhalle würde ich jetzt mal fast sagen, ist fast ungefähr genauso wie die alte. Hier hinten haben wir auch nochmal Stangen und Hütchen. Okay, also jetzt nichts krass Spektakuläres, was man hier wahrscheinlich irgendwie ändern könnte, weil hier sind ja auch die Rennen. Heißt, dass man den Springparcours ändern kann. Ich glaube, das funktioniert nicht. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Die Frage ist jetzt halt nur, warum momentan so viel geupdatet wird. Also erst Silverglade, die Reitarena. Was kommt denn als nächstes so? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, dass die jetzt so ganz Star Stable einmal überarbeiten. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal hier umgeschaut und dann würde ich sagen, düsen wir jetzt mal zu den Pferden. So, dann flitzen wir da mal schnell wie der Wind hin. Auf geht's. Ah ja, ich sehe schon die Verkaufszeichen und da ist ein Pferd. Wow. 950 Starcoins, wollen die mich verarschen? Ja, die Farbe ist schön. Aber jetzt können wir mal bitte wirklich mal ganz im Ernst über den Sinn reden, warum man Drachen in ein Pferdespiel bringen muss.
Also warum Drachen? Warum Drachen gerade? Also, hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also ich muss sagen, der passt halt super zum Club-Outfit, ne? Oh, irgendwie finde ich trotzdem beide schön, aber ich werde mir jetzt nicht zwei Drachen kaufen, weil ich weiß zu 3 Milliarden %, dass ich die nicht reiten werde. Ich werde die jetzt im Video reiten und danach nie wieder. Aber der Strich, den finde ich ja irgendwie scheiße, ne? Der hat keinen. Weil, also den Strich, den finde ich ja jetzt irgendwie nicht so, ne? Also, ich glaube, ich werde mir den vielleicht holen. Okay. Hier, Maze Runner. Oh mein Gott, wie geil passt dieser Name bitte. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, zieht dieses Drachenpferd bei mir ein, auch wenn ich es danach nie wieder reiten werde, aber einfach für den Drip. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3 und Pferd gekauft. Wow. Amazing. Amazing, Freunde. Ich sag's euch. So, okay. Dann haben wir jetzt Maze Runner gekauft. Diese Viecher werde ich mir ganz sicher nicht holen, weil ich trage so selten Satteltaschen, dass sich das null rentiert. Dann würde ich sagen, packe ich mir da mal ein Outfit drauf auf das Pferd. Und dann sind wir eigentlich dann auch schon mal wieder fertig hier mit der Erkundungstour. Was ich echt cool finde, ist, dass die jetzt von selber schon diese Zöpfchen haben. Weil ich mag das irgendwie voll, so Zöpfchen bei den Pferden. Ich weiß auch nicht, ich bin momentan voll auf so einem Zöpfchen-Drip. Nee, nicht Drip, Trip, Digga. Lost. Die Logik, warum ich einen Drachen habe, verstehe ich jetzt immer noch nicht so ganz, aber irgendwie ist es in Ordnung. Es ist in Ordnung. Also eigentlich nicht, aber das sieht schon schön aus. Ah, oh, wie hübsch er einfach ist. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. So, dann würde ich sagen, steht mein Outfit für Maze Runner. Und ich finde, es sieht so geil aus. Ja, also so sieht es halt wirklich super scheiße aus, ne? Also so tausendmal besser. Dann würde ich sagen, fahre ich nochmal schnell zur Reitarena. Boah, es backt hier so rum. Krank. So, Freunde, das war's an dieser Stelle dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich eigentlich irgendwie nichts gemacht habe, lol. Wenn ihr euch auch ein Pferd gekauft habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie es heißt und welches genau. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Zeit. Ciao, ciao!